So, Folge 29, direkt mal am Start. Jo. As we continue to deploy our mech troopers, they will grow more accustomed to the suits. And if fortune is with us, help put an end to this conflict. Okay. Was ich eigentlich anderes schauen wollte. Nein, nicht Bild bei Items. Bild Facilities. Ich habe ja gar keine momentan im Bau. Ich dachte, ich hätte noch welche im Bau. Egal. Wir sind wieder zwei Tage näher am Titan Armor. Und. Yes! Titan Armor! Sign new research. Titan Armor und Mech 3 Paladin available to manufacture. Die ist nämlich richtig fett. Und auch Immunität gegen Feuer und Toxine, das ist das richtig geil daran. So, Stufe 3. Electropuls can stun organic enemies and damage robotic ones. So, this is the area of effect. Electric Shock Device. Okay, die könnt ihr euch mal auf dem Bereich machen. G-Mines can be deployed at medium range and will await nearby enemies before triggering the explosive charges. Okay. Nice. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Ja. Jetzt brauche ich bloß noch Geld dafür. Das ist ein new research. Plasma can available to manufacture. Ich mache jetzt mal die Hyperwave Communication. Had an influx of new developments recently. Well, the Sectoid Commander is an intriguing subject. I have to admit, this device has also captured my attention. Es war eine Forschungsrunde heute, ja? Requested 3 X-Hold Laser Sniper Rifles. Tja. Kann ich leider nicht. Hab nicht so viele Sniper Rifle von denen bekommen. Sign new research project. Hyperwave Relay available for construction. New facility. Ghost Armor. Would be possible to develop an armor kit mirroring these unusual properties. Okay. Naja, ich nehme das neue Fightercraft, weil damit kannst du wirklich alles abschießen. Die sind so gut. Oh. Covered Operation in Brasilien. Ja, ich denke, ich komme rund, den klar. Commander, our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy. So, Situation Room. Launch Satellite. Jetzt habe ich nämlich 3 Satelliten. Die schicke ich alle hier hin. Launch Satellite. Satellite launched. Launch Satellite. Satellite launched. Launch Satellite. Warning, no interceptor station in Africa. Achso. Hangar, view ship list. Africa, order. Hä? Ruhig 20. Situation Room, Grey Market. Nee, Hangar, view ship list. Africa, order. Order. Incoming transmission. We are extremely impressed with the progress. Yay. The XCOM project does. 1300? Your recent results were beyond our expectations. Okay. And that is not a statement this council makes lightly. Ja, mal eben 1000 bekommen. Be in touch, Commander. Build facilities. In construction, dankeschön. Das Psi-Labor. In construction. Ja,
Illyrium-Generator. 30 Power. Hyperwave. Auf 4 Power. Plus 2 Power für jede. Dann kommt da erstmal ein Illyrium-Generator auf jeden Fall mit dran. Und du kriegst ein Hyperwave. Das muss ich alles mal bauen. Build by Items. Titan Armor kann ich sogar zweimal bauen. Das Geile ist, ich habe das gar nicht benutzt. Joa, ist eine lange Liste. Sand Extraction Squad. Launch Mission. We are confident that you will handle this matter with discretion. Data Desert Fox. Sergeant Data Desert Fox. Geiler Name. So. Make items available. Accept. Edit unit. Loadout. Medikit. Du kriegst wahrscheinlich erstmal die Titan Armor als erstes mit. Die hier irgendwie nicht so spektakulär aussieht. Plasma-Pistole. Edit Unit, Loadout. Du kriegst die Capris Armor. Das ist ja nicht so ein Ding. Scope. So. Reaperman. Ganz Auge. Du kriegst auf jeden Fall die fette Titan Armor. Die sieht nämlich so aus. Normalerweise ist es schon. Ne? Laserpistole. So, der Rest bleibt. Customize, also wenn ich die zweite Variante nehme. Finde ich die erste Variante, glaube ich, sogar besser. Irgendwie, zumindest bei einer Frau, finde ich die erste Variante besser. So, Edit Unit, Loadout. Base Augments. Body Armor, not available for Mech Trooper. Minigun. Aim 65 immerhin. Customize kann ich eigentlich auch haben. Oh, du benutzt gute Armor-Deko. Er glänzt mehr. Oh, es gibt sogar noch ganz andere Armor-Dekos hier. Das ist natürlich geil. Ich glaube, ich nehme die, die gefällt mir. So. Ich denke, das ist es für das Team. Yep. Launch Mission. Los geht's. We have a lead regarding an Exalt cell operating in Brazil. We'll need to ensure our operative safety in order to secure the necessary data. Okay, ich muss wieder mein Operative beschützen, logisch. Das ist so lustig, wie er so runterspringt. Der springt einfach mal runter, während alle anderen da sich runterhangeln. Spring einfach mal raus. Was ist ein Hubschrauber? The data they'd acquired when Exalt forces moved into their AO. The encoder is currently shielding our transmitter's position. Okay, ich muss wieder die Sachen beschützen. The encoder, they'll be able to locate the transmitter. If they hack both, any hope we had of recovering the data intact will be lost. Objectives updated. Wo ist denn mein... Ah, da steht er wieder, okay. Ich muss, glaube ich, das hier wieder beschützen. Weil das da hinten dürfen sie, wissen sie, kennen die noch nicht den Punkt. Das habe ich ja schon mal gemacht, es ging ganz gut. Ich glaube, da hatte ich ihn auch schon hier ungefähr hingestellt mit. Du bewegst dich auf jeden Fall mal dort mit rein. So, Reaperman. Das kann ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig doll ziehen. Mein Titan Armor Nummer 1.
Titanarmor Nummer 2. Da die eh am Anfang noch nicht angreifen, muss ich mich einfach mal schnell in die Richtung bewegen. Deswegen nicht wundern, wenn ich einfach gerade durch die Gegend ballere. Und es ist mir relativ egal, wo die genau stehen. Der ist ja auch Lowrider mit Spitznamen, aber das ist ja langweilig. Hab ich zweimal Lowrider Spitznamen bekommen. If our operative can get close enough to one of those Exalt communications relays deployed throughout the area, they may be able to access the system and disable Exalt communications using the recovered data's encryption keys. Oh, das sind schon welche. Wieso sind da schon welche? Das irritiert mich jetzt stark. Someone is attempting to access the encoder, Commander. We can't allow Exalt to hack that equipment or they're going to locate the transmitter. Das irritiert mich stark, dass da jetzt schon jemand ist, der da sozusagen hin darf. Ah, du siehst es noch nie? Toll. Dann nehme ich dich, wechsle die Waffe. Beweg dich mal hier hoch. Und der schießt daneben. Yay! Kombinationspheromone, okay. What the fuck? Au. Au. Der kriegt da gerade ordentlich auf die Mütze. Au, au, au. Au. Au, 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 au. Sagen wir, springt der hin. Ja. Mhm. Ich würde hier eigentlich gern. Wieso darf ich den da nicht treffen? Der da mittendrin steht. Ich glaube, das sollte ich nicht treffen. Ich will nicht da hoch, ich will hier unten. Oh. Echt, die Kamera bringt mich gerade zur Weißglut. So. Mal kurz so gut wie alles weggemacht, was da irgendwie rumstehen konnte. Oh. Aber nur so gut wie alles. Ja. It will take Exalt's people some time to get their communications back up and running. Regenerate this. Dafür gibt's ein Achievement, was? Ehrlich? Ich bin für mich ziemlich viele Gegner hier, muss ich mal sagen, für den. Oh, Hack in Progress. Ah, weil keiner drinsteht. Hä?
muss man den mit mehr Leben weg, bitte? Dankeschön. Secure. Bam! Draining ammo, hostile removed from play. Wenn ich da vorrenne, habe ich ein übelstes Problem, glaube ich. Ah, oh, der Assault ist ja schlecht. Mit der Pistole auf Overwatch. Mehr kann ich eh gerade nicht großartig machen. Schade, da hat man den Opportunist. Ist egal, dafür brauche ich nicht einfach zu ballern. Du hast mit 90 die besten Chancen. Da wird jetzt ein anderer aufgepoppt, weil ich die Deckung zerstört habe. Top. Wer kann heilen von meinen Leuten eigentlich? Noch ein Heiler dabei. Das ist ja natürlich nicht so schön. Jawohl. Komm, mach ihn weg. Oh. Wo ist meine Deckung hin? Ich meine eigene Deckung weggeschossen? Anscheinend. Perfekt. Baller mir selbst die Deckung weg. Gute Idee, nicht. In Bewegung. Ah, die kann noch heilen. Nein, nicht. Ich möchte bitte 7. Dankeschön. Und heilen mal meinen Typen da. Wenn der jetzt nach Kette kommt, hab ich mich so am Arsch. Was war das für ein Geräusch? Jawohl. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Schade. Der schießt jetzt, oder? Ne, der läuft nochmal. Dann kommen wir den nächsten Overwatch. Der aber nicht so. Mist. Heads up, Commander. Exalt forces are moving into position near Strike One. Na ja, genau, jetzt kommen sie nämlich von hier. Das ist ungünstig. Da die nicht auf Overwatch sind. Würde ich gerne, wo ist mein Sniper? Hier, Loretta Honkboy. Wo schicke ich den denn hin? Am besten dahin. Ja, ich weiß, dass er sie gesichtet hat jetzt. Das ist mir auch vollkommen klar. Hallo? So, und gleichzeitig muss mein Reaperman ihm hier hinten helfen. Den erstmal bitte weg.
Einer weniger ist immer eine gute Variante. Dann machen wir den noch weg. Das passt. Wir können mal hier rüber gehen. Der bei 57. G-Day. Achso, ein Elite. Ja genau, ich muss den Gegner in Elite mit meinem eigenen Sniper erledigen. Muss ich kurz überlegen, was das heißen soll. Tja, ich habe die Möglichkeit, theoretisch eventuell das zu schaffen. Versuchen wir's. Ein Schaden zu wenig. Kein Schaden zu wenig. Bumm. Yay! Oh oh. Er läuft zweimal. Okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Ah, das ist eher auch schrecklich. Das ist jetzt drei sind. Gut, der schießt daneben, das ist schön. Der Sniper ist aber schwierig. Der läuft einmal und schießt wahrscheinlich immer noch, oder? Ja, die haben ja so ein Skill. Au! Shit. Fuck. Ich muss erstmal den wegmachen. Trotz Critical nicht gestorben. Du bist hier gerade, glaube ich, deutlich nützlicher. Darf die andere Waffe bitte nehmen? Und weg. So, du nimmst bitte auch die andere Waffe. Ach, du stehst wieder verkehrt rum. Verkehrt rumstehende Leute, ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Nein, 73%, er schießt daneben. Mann. Reicht trotzdem nie. Okay, da ist noch ein Sniper. Oh, der ist auch Overwatch-Sniper. Au. Schwenk ab. Weg damit. No longer a threat. Bringing the pain. Einfach nur damit er seine Deckung fliegt und stirbt. Stimmt, das explodiert ja dann, das stirbt dann natürlich direkt. So, das muss ich mit dem mal. Irgendwie in die Richtung gehen. Das sieht er natürlich nie.
Der hat noch zwei Leben, das ist schön. Aber wahrscheinlich stirbt er trotzdem durch den Angriff jetzt. Weil da hat keiner auf Overwatch und nix. Das sind drei Leute. Gegner. Der läuft einmal. Schießt? Ne, läuft nochmal. Okay. Läuft wieder hier hin. Ja, und der läuft um die Flanke und schießt. Ahaha. Ne, der läuft zweimal. Warum läuft der zweimal? Deswegen läuft er zweimal. Mhm. Ist klar. Okay, da oben ist es jetzt zum ersten Mal. Das ist jetzt nicht ganz so einfach. So, beweg mich erstmal kurz hier hin. Du bewegst dich mal bitte dahin. Prozent, das ist sehr schön. So, da muss ich hier mal brauche hier Hilfe. Machst du die weg? Kurz gucken, ob mein Sniper. Nein, er soll das wegkriegen. Und nochmal bitte. Perfekt. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Heading there now. Und der geht mal hier hin. Und lädt am besten nach. Der wechselt die Waffe. Hm. 73. Komm, versuch's. Hätte ich doch den Critical nehmen sollen. So. Und du bewegst dich mal hier hin und lädst nach. Alles wieder im grünen Bereich. Muss er sich jetzt hier nicht von der Seite auch ein bisschen aufpassen. Ah, da ist dann auch noch einer. Ha, 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 ha. Schon wieder einer Flankentor hier. Daneben geschossen. Ich 61% ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Dann geht er mal bitte dahin. 79 schon ein bisschen mehr. Mach weg. Wir sehen uns in der Hölle. So, du gehst auf Overwatch, falls du irgendwas unbedingt hin will. 53 ist nicht so wahnsinnig viel. Zumal ich auch bloß die Pistole brauche dafür. Falls ich treffe. Ist vollkommen Hooper, wie ich treffe. Nö, das ging mein weit daneben. Wenn man sie nicht trifft, fallen sie auch nicht um. Das ist oft so, ja. So, du lädst mal nach. Und du lädst am besten auch mal nach. Du musst sonst mit dem das verteidigen. Der regeneriert sich ja nach und nach mal weiter. Das ist sehr geil. Hätte vielleicht auch Overwatch gehen sollen. Okay, der läuft einfach nur zweimal, das ist natürlich ziemlich. Okay, da merkt man vielleicht doch, dass es einfach ist, die Schwierigkeit. Und mach weg. So. Ich hoffe, die kriegen das jetzt dort alleine hin. Bestätige!
So, so rum, so rum, so rum, so rum, so rum. Wo auch immer der jetzt herkommt. Und nochmal eine Runde. Nein, Runde nachladen, nicht schießen, dankeschön. Gut, wenn ich schießen durfte, sonst hätte ich jetzt mich selbst weggerotzt dort. Wo kommen sie denn? Ich keine Lust, jetzt suchen zu gehen. Bin nicht so begeistert davon. Bin unterwegs. Headed there now. Weiß nicht, irgendwie. Die haben wohl Angst vor mir bekommen, oder was? Das kann ja nicht nur noch der eine, der hier oben drauf war, sein. Wieder hinten irgendwo. Hä? Wo ist denn der hingerannt? Sergeant Prototype Watson. Geh sie doch mal jagen. Oh. Ist klar. Au. Ist ja wieder dort in der Ecke, ne? Stimmt, hab ich vorhin schon gesagt. Irgendwie, da backt's wohl ziemlich rum mit der KI. Da gehe ich aber lieber, glaube ich, nochmal einen Schritt zurück. Und bewege den dahin. Overwatch. Overwatch. Moment, wo steht er da? Hab ich noch Trottel, da kann sie nicht an die Wand stellen und da rumgucken. Also irgendwie buggt die KI. An der Stelle habe ich das Gefühl. Der ist halt wieder auf Overwatch, das ist mir schon klar. Okay, ich mit dem mal da, an dem ich davon schießen kann. Yep. Nope, 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 nope. In Bewegung. Running. Running. Oh, ist einfach nur das Einkesseln irgendwie. Das ist langweilig, Leute. Treffer Nummer 1. Adrenaline Surge. Overwatch Opportunist. Und bewegt er sich? Oder macht er gar nichts? Nee, es ist so. Es geht leider noch im Panikmodus. Ach du Scheibenkleister. Und jetzt schießt er zurück. Und trifft er dabei nicht mehr. Der hat anscheinend richtig Abzug dafür. Na komm, Watson, machst du es halt kaputt. Und drauf. Exalt's forces in the area have been eliminated and the transmitter is secure. Na dann, continue.
Interceptor ordered has arrived in Africa. Wahnsinn. Corporal Guns August been promoted. Lightning Reflexes. First Reaction Shot gegen den ist auf jeden Fall daneben. Emma Prototype Watson. Granaten, Danger Zone. Nee, keine Idee. Confess against Target with Leth and 15% Health. Opportunist. Das ist wichtig. Continue. Ja. Ja. Exalt Intelligence. Exalt decrypted. Possible Exalt base locations narrowed. Covert Operations. Hab ich noch vier Länder. Japan, Australien, Südafrika oder Nigeria. Der fällt mir ein. Ich brauche noch einen neuen Satellite-Uplink. Mir fehlt die Power. Ja, gut, dass der Lyrium genau da schon im Bau ist. Hangar, View Shiplist. Added Loaded. Ah, ich habe noch nichts anderes. Engineer Build by Items. Plasma Cannon. Manufacturer. Hangar View Shiplist. Edit Loadout. Plasma Cannon. Confirm. Edit Loadout. Plasma Cannon. Confirm. Edit Loadout. Plasma Cannon. Confirm. Perfekt. Ich habe einen neuen Fightercraft. Firestorm available to manufacture. Der ist richtig fett. Das hieß auch, dass es auf E-Technologie bestimmt. Archangel Armor. Das ist die fliegende. EMP Cannon. We equipped our interceptors with this technology while also shielding them from the overall effect. Improve our odds of recovering the alien technology intact. Okay. Ja, mal die Ghost Armor. Ich würde sagen, das war es mal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt euren Spaß mit den Folgen.